Zimmer. Da muss ich. In den ersten Zug, wie befohlen, in Stärke 1.10 angetreten. 18 Uhr. Wieder antreten in Drillig mit Schnürschuhen. Da hinten wegtreten. Die erste Gruppe würde wohin gehen? Nein, das ist geil. Ja. Vierte Rotte, 1, 2, 3, 4 Rotten. Die nächste Gruppe würde hier anfangen. Und hier, die Türflügel. Ihr seid der äußerste Türflügel. Bei den Gruppen, erster sozusagen, ist die Türangel. Und ihr schwenkt wie ein Türflügel auf. Ja, so, dass ihr dann nachher an der letzten Rotte, hinter der letzten Rotte von der ersten Gruppe sind. Abteilung, Stillstand! Das Gewehr über! Mit Gruppen, rechts schwenkt, im Gleichschritt, Marsch! Ganz genau, über so dass wir da nicht weit rausholen, hier dann dahinter bleiben. Abstand zwischen den Gruppen auch etwas größer. Das Gewehr! Über!
Truppen! Rechts schnell! Der Trick. Halt! Vor dem Kopf da war. Gerade! Sauber! Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen kurz die Truppe hier vorstellen. So, fangen an. Wir haben hier unseren Degen Fähnrich. Ein Schritt vortreten einfach mal. Das ist der Degen Fähnrich Becker in der Montierung von 1895. Er berichtigt mich, wenn ich verkehrt liege. Ja, alles richtig. Ein Offiziersanwärter mehr oder weniger. Steht kurz vorm Leutnantspatent. Hat die Schärpe an. Sag mal selber was dazu. Das ist noch die alte Feldbinde. Mit diesem Quatsch nehme ich mal, dass jeder sehen kann. Das ist die alte Feldbinde, genau, hat er gerade gesagt. Dann hat er hier den Infanterie-Offizierdegen. Dann hat er das Offiziers-Porte B. Gut. Der Helm natürlich hat eine höhere Spitze wie die Mannschaftsausführung. Oben die Spitze ist wofür? Wer weiß das? Ja. Blitzableiter. Gut, Blitzableiter war hier die Idee, passt. Ganz einfach, wir kommen ja aus der Zeit, da hat noch die Kavallerie hoch zu Ross gegen die Infanterie gekämpft und die waren so böse und schlugen mit ihren Säbeln immer oben auf die Köpfe drauf. Damit die abgeglitten sind, deswegen ist der Pickel da. So. Der Einjährige ist sogar schon Gefreite, hat ihren Gefreitensopf dran. Dort, er hat, genau, die Schnur ist auch. Sehen Sie auch, ist ein Hanseat, ist etwas verdeckt. Hier oben ist ein Hanseatenkreuz. Dann hat er feldmarschmäßig, ist er ausgerüstet, kommt ja gerade aus dem Manöver. Drehen Sie mal ganz kurz rum. Wir haben hier die Zeltbahn aufgeschnallt auf dem Tornister. Wir haben das Kochgeschirr oder Essgeschirr. Ab 1908 wurde das Essgeschirr genannt. Da hat man nämlich daraus gegessen. Vorher musste abgekocht werden. 1908 wurde die Feldküche eingeführt, deswegen Essgeschirr. Dann haben wir die Feldflasche hier hinten. Was haben wir noch? Wir haben das Spatenleder. Leider hat er jetzt im Kampf den Spaten verloren, weil das Leder gerissen ist. Also ein Kämpfer vor dem Herrn hier, Kamerad. Wir haben das Seitengewehr hier neben. Das ist auch... Kannst du aufpflanzen? Ja. Dann passt das nochmal auf. Die anderen wollen ja auch noch. Ich muss bei den anderen auch noch. Kannst du ja nicht alle Ehre auf dich nehmen. Das geht ja nicht. Das war ganz einfach so, ja, die Zeit der großen Bajonettangriffe war natürlich in unserer Zeit vorüber, das war moralische Wirkung, aber eigentlich sollte das auch gegen die Kavallerie dienen, Verlängerung des Gewehrs, hoch zu Ross, damit der Infanterist sich verteidigen konnte. Gut, Dankeschön, eintreten. Ist ein Sergeant, sieht man an dem etwas größeren Knopf, wie bei dem Gefreiten daneben, ein Sergeant hat auch die Unteroffiziersfresse hier neben dran, ist... Entschuldigung, ich muss ihn mal anpassen. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ist ein Mann des preußischen Königs, natürlich hat die preußischen Hausfarben, an der sogenannten Trottel. Das ist die Trottel, nicht der Trottel. Das ist aber auch gleichzeitig die Ehre des Soldaten. Das heißt, wenn er die abgenommen bekommen hat, war es ein straffälliger Soldat. Dem musste keine Ehre erwiesen werden. Ja, hat weißes Koppelzeug noch. Die Uniformierung ist jetzt aus dem Jahre 1900. Ungefähr 1900. Den Gardestern, das ist auch noch eine Auszeichnung. Kann man erkennen, dass ein Garde-Regiment ist. Garde-Grenadier an den drei Litzen, Gardelitzen. Aber als Besonderheit noch im Gegensatz zu anderen Regimentern auf der Schulterklappe das gestickte A, da das Regiment Königin Augusta Garde-Grenadierregiment Nummer 4 als Ehrenhalber, als Regimentschefin Königin Augusta. Sie haben einen Sanitäter, erkennbar natürlich an der Rot-Kreuz-Armbinde. Die Uniformierung kennt ich leider nicht so gut, deswegen musste mich jetzt ein bisschen unterstützen. Er hat natürlich andere Kästen hier vorne dran, will ich mal sagen, wo die anderen natürlich ihre Munition drin hatten, hat er das Verbandszeug drin. Er hat auch eine Waffe. Normalerweise dürfen die Sanitäter ja nicht kämpfen, schießen. Diese Waffe ist nur zur Selbstverteidigung. Ansonsten der Unterschied noch zur Infanterie. Die Kamerad hier ist die
blaue Waffenfarbe, ist also nicht Täter gewesen. Schwedische Aufstellung auf blau und der Kamerad ist meistens rot. So, hier haben wir den Kapitulanten, Gefreiten, Vivo. Er hat sich freiwillig länger dienend gemeldet, ist schon zum Gefreiten, an dem kleinen Gefreitenknopf, sehen Sie das? Ja. Die Patronentaschen sind nochmal extra, das sind die 1895er, oder? Genau, 1895er Modell, sind wieder etwas anders, das sind verschiedene Modelle hier natürlich in den Ausführungen. Dann haben wir das 71er Seitengewehr. Drehen Sie mal rum hier einfach mal ein bisschen Kreis, damit die Leute das sehen. Auch wieder ein anderes Seitengewehr, das Modell 1871. So, jetzt kommen wir zur nächsten Waffengattung, das ist nämlich die Artillerie. Sieht man hier, die haben selten gegen die Kavallerie gekämpft, deswegen haben sie oben einfach eine Kugel drauf. Ja? So, der Soldat hat eine ganz besondere Waffe, der hat nämlich den Karabiner, das ist nämlich ein kurzes Gewehr. Zusätzlich sehen Sie hier die sogenannten Schwalbennester. Zeichnet ihn aus als Spielmann. Er ist ein Hornist. Das war das Signal Alarm. Zum Feldbrau. Der Kamerad trägt auch das Gewehr 88 noch. Der Kamerad trägt die Patronentaschen 88, hat diese logares Leder, die anderen Kameraden haben alle schwarzes Leder oder weißes Leder, er hat logares Leder, auch die Stiefel sind logarbraun, diese ausgegeben worden von der Kammer und bei ihm ist noch was Besonderes, deswegen habe ich ihn herausgezogen, er hat noch ein Ärmelband. So, über das Ärmelband berichtet er jetzt, da steht nämlich was drauf? Gibraltar steht da drauf. Kamerad, erzähl mal. Also 1793-94 führte der englische König Krieg in Gibraltar gegen die Franzosen und die Spanier, zeitgleich aber auch amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Dort hatte er die meisten seiner Truppen gebunden. Er war zeitgleich auch der Kurfürst von Hannover, konnte dort also auch noch Truppen mobilisieren. Das waren dann diese deutschen hannoveranischen Truppen, die nach Gibraltar geschickt wurden, um für den englischen König zu kämpfen. Das haben sie gut gemacht. Und haben dann das Ehrenabzeichen bekommen, Gibraltar, das dann im späteren Verlauf, als dann Kurhannover auch preußisch wurde, auch von Kaiser Wilhelm II. Wieder neu gestiftet wurde, sodass man dann auf der feldgrauen Uniform und auch schon vorher übrigens wieder dieses Ärmelband Gibraltar als Ehrenabzeichen, als Traditionsabzeichen tragen durfte. Ja, also ich freue mich immer wieder, wenn ich den Kameraden vorstellen darf. Das ist nämlich ein Kavallerist. Leider hat er sein Pferd zu Hause gelassen, aber er hat es trotzdem geschafft hierher. Das steht im Stall nebenan, das Pferd. Das ist nämlich ein Ulan, ein Lanzenreiter. Deswegen hat er diese schmucke Uniform auch. Er hat eine besondere Kopfbedeckung, das nennt sich Czapka. Ist polnische Tradition im Endeffekt. Wenn Sie heute die polnische Armee sehen, deren Ausgehmützen haben immer noch dieses Karree oben drauf, auf den Mützen zum Beispiel. Er hat eine Ulanka an, die anderen haben alle einen Feldrock an. Er hat eine Ulanka, die ist besonders geschnitten. Das ist quasi der Nachfolger. Aufwandsmäßig, wohnmäßig, der ist komplett aus Alu. Und der ist halt als Stahl. Deswegen heißt der hier der Eiserne. Einjähriger. Du musst auch. Ja, der gefällt auch im Krieg. Reagiert. Dann haben wir hier, wo ich gerade gesprochen habe, die Möglichkeit, den zweiten Hörer, der mit dem Lederband und Kopf fixiert werden kann, das ein Ohr immer offen. Hülse! Ewald! Schafe! Immer die, wo ich verbunden habe, ne? Schafe! Was für eine?
ist er. Ja. Guck mal da. Und Vicky. So, mein Herr, das war's. Also, schönen Dank, Herr Sergeant. Also, probieren wir mal. Schönen Dank, Herr Sergeant. Hallo, klappt doch. Super. Jetzt aber. Nein, wegtreten. Eingeteilte Waffen, Posten beziehen. Ja. So, ich habe eben ja schon mal erklärt, die Manöverpartei Bürger haben die Manöverflaggen. Dabei ist die rote Flagge Infanterie, die gelbe Flagge ist Artillerie, soweit ich weiß, danke. Und die weiße Flagge ist nicht ergeben, sondern das ist Kapitulativo. Sehr gut, das ist die Artillerie. Kavallerie. Ari hat mir schon. Der Speicherkarte, weil die ist ja leer. Die gehen da oben links. Die einfach den Weg gehen, die hoch. Hast du auch schon gesehen. Wir sind da oben.
Aber wenigstens mit Zungen.